komm, zurück zu Fire Emblem. Wir sind so weit vorgedrungen und müssen noch einiges hier kaputt machen. Und ich glaube nicht, dass wir werden. Was ist jetzt passiert? Sorry, jetzt war gerade das Haut weg. Hupfe. Ah, ich weiß warum. Weil sie so ein blödes Programm wieder geöffnet hat, was es nicht tun sollte, aber. Fuck Apple einfach. Fuck Apple. Soll ich schauen? Der kommt an die beiden ran, aber das war's auch. Stellen wir Zane noch hier hin. So, dann macht der nur Stress dort. Und eventuell greift der Zane an. Ich könnte auch ihn hinstellen, ihn würde er nicht töten, oder? Ah, nie, niemals. Aber ich will es auch gar nicht riskieren, dass er ihn töten könnte, weil... Mission wird neu gestartet, sobald jemand gestorben ist. Und... Nicht cool. So, let's go. Zack, links rüber. Oh nein. Oh. Giftschwert. Oh, fick die Hände, Alter. Warum immer auf Hieb? Du Drecksau. Immer da. Arme Hieb. Waffen erhöht. Das ist so klar. Oh boy. Oh boy, mein Wecker klingelt gerade. Ich hoffe, den hört man nicht. Ich hoffe, der hört auch gleich auf. Aber ich versuche drüber zu reden, damit man ihn nicht hört. Denn richtig penetrant der Wecker. Wow, penetranter Wecker. Warum weckert der um 9.30 Uhr? Ich habe keinen Wecker eingestellt. What the fuck? Och, hilf, hilf, Baby, hilf. Ist eine Heilung? Du hast eine Heilung. Boah, Wecker, halt die Fresse, bitte, geh doch in. Irgendwas sterben. Hau doch ab. Hat aufgehört. Nice. Meine Flucherei hat Wunder bewirkt. Verwenden. Ich will nur schauen, na, ich nehme ein Eisenschwert, das reicht ja einfach. Ich muss ja nichts verschwenden bei so einem Spasti-Spast. Der locker mein Heath angegriffen. Hat er meinen Heath angegriffen? Ich weiß es gar nicht. Nee, der steht direkt vor meinem Heath. Der hat Kent angegriffen und hat einfach. Wow. Beste Idee ever. Resistenz. Ja, er sollte dann nicht hingehen. Nee. Das reicht eine Stahlaxt? Ja, natürlich reicht eine Stahlaxt. Wir warten nur drauf auf den Tag, wo wir mit 97% nicht treffen. Wird bestimmt noch kommen. Oder wir greifen von hier aus mit dem Manikati an. Ach, zweimal, das sehe ich jetzt erst. Na gut. Und awesome. Hey, gerade eben stand auch wieder nicht zweimal da, oder? Boah, ich muss es gleich überprüfen, also bitte, das kann doch nicht sein. Also irgendwas ist hier doch faul, ey. Faul wie so ein ekelhaftes Ei einfach. Ein faules Ei. Ach, was mache ich denn? Ich weiß nicht, ob die angreifen wird. Einfach awesome hier hin. Passt schon. Let's go! Ich hab voll Angst vor ihr. Muss ich echt zugeben. Wow. Der hat einfach Lanzenmeister. Oh, Rip Boy. Rip, yo. Ich hab nicht mal geschaut, was er hat. Also. Ich bin schon ein geiler Typ. Oh nein, oh wow, ich hatte gerade so Angst, dass das Wasser unter den Füßen von den dreien verschwindet. Hast du... Nein, ihr habt alle keine Truhenschlüssel, fuck die Henne.
Okay, ich muss riskieren mit Oswin. Oswin kriegt, Ach, die haben alle keine Heilung, nur er hat ja Heilung. So, warte mal, jetzt muss ich nochmal... Okay. Er darf sich den Schritt hier bewegen, darf mit ihm tauschen. Gib ihm mal die Heilung, ja? Und warte hier. Du stellst dich hier hin. Takes deine Heilung. Nee, takes... Warte mal. Du betakst deine Hellebarde. Verwendest die Heilung. Ich muss mir definitiv auf Nummer safe gehen. Nummer safer. Ich kann die Jungs nicht da reinschicken, wenn ich nicht weiß, ob die Olle da jetzt gleich mal mit ihrem Donner runterhageln lässt. Oh, das ist dumm. Und die werden nicht reingelassen, nicht wieder raus. Ich könnte ja mit Neve einfach alle einzeln rüberfliegen. Okay, erst greift er. Eins. Eine Giftaxt. Oh Gott, ich wäre beinahe vergiftet worden. Oh wow. Oh wow. Und er geht ein Level ab beim nächsten. Bei dem kleinen Typen da unten, genau. Vielleicht geht er nochmal Resistenz drauf oder so. Teufel sagst. Verletzt sie ja nicht selber, wenn man nicht trifft oder so. Oder wenn man trifft. Resistenz, 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 Resistenz. Nein! Aber Verteidigung ist auch super. Alles gut. Aber keine Resistenz. Wie, sie greift dich an? Sie greift dich an? Girl, what you doing? Girl, what you doing to me? Ich riskier's jetzt mal. Watsche mal zu ihr hin. Oh Gott, hab ich Angst um ihn. Boah, wie gerne hätte ich jetzt die Möglichkeit, mit ihr ihn, also mit ihr Barriere auf ihn zu klatschen, ne? Hm. Warte mal. Das ist, hat auch den Effekt MKW2. Da müsste er ja... Oh wow, er hat ja keine Magie, stimmt. Wie lustig. Für den hast du... Ja, du überlebst einen Gewitter, überlebst du rein theoretisch. Mein Handy klingelt schon wieder. Was ist das für ein Wecker? Du sollst... Was? Lass mal auf. Ich schick ihn zurück. Einfach sicherer. Puh. Ich trau mich. Ich trau mich. Und der Wecker wird... Oh, wow. Lord Nölbe wird sich eure Quirches erholen. Nur den wenigen aus der Wildnis ist es gestattet, weiterzuleben und die neue Welt zu Gesicht zu bekommen. Perfekte Wesen weisen wie wir. 21 Schaden. Vorbei! Oh, Baby! Also, du bist die geilste Sau auf der Erde, Alter. Die allergeilste. Und jetzt? Nur Schaden. Bam! Du bist tot, Bruder. Bist tot. Greifst du noch ein zweites Mal an? Bitte, bitte sag ja. Yes, Baby. Oh, yes, Baby. Wenn ich Glück habe, komme ich sogar an sie gleich ran. Und dann kann ich sie umklatschen. Wobei, so weit kann er nicht gehen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 oder 6 Schritte. Oh ne, das kann er nicht. Das schafft er nicht. No, Oswin, my babe. Oswin, you are my babe. Please, don't die, okay? I need you. 1, 2, 3, das sind 6 Stück. Und ich glaube, er kann nur 5 gehen. Das ist Dreiergift. Warum kriege ich 3 Giftschadenspunkte? Ah ne, das erhöht sich anscheinend jedes Mal. Oder? Kann das sein? Ach, keine Ahnung. Okay, okay. Sind wir mal tricky, ne? Machen wir bei den hier, ne? 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 Ja? Ne? Okay. Ich will nur wissen, Fimbulwinter ist noch stärker, aber ich darf sie gar nicht wechseln lassen. Ich darf sie nicht wechseln lassen. Denn ihre Verteidigung ist 19? Das wird lustig. Wie viel Rest jetzt? 8 und 10. Okay, dann schicke ich dich mit hinter, weil du kriegst auch nur 21 Schaden, so gesehen. Du kannst weiterlaufen. Wie viel weit kannst du denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, du kannst hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wie du willst. Okay. Ihm traue ich jetzt gerade nicht hinter, das ist mit 8 Resistenz, aber ich tippe ihn mal hier hin. Ne, hier hin.
Weil er kriegt ein bisschen mehr Schaden als 21. Ich denke nur 23. Das würde ein bisschen wehtun. Ehrlich, ich komme gerade so nicht an ihn ran. Oh. Fuck you. Fuck you, Game. Fuck you. Fuck you, fuck you und fuck you. Oh oh, oh boy, oh boy, du überlebst das, du reichst aus. Reich aus! Fuck, Alter. Ist das. Das ist gerade blöd. Das ist richtig blöd, dass sie damit getroffen hat. Hi. Heil mich mal. Hier, hi, Log. Heil mich! Heil mich, du Sau. Aber eigentlich hat das, was ich versucht habe, geklappt. Denn ich kann ihn eigentlich wieder aus dem Schussbad rausnehmen. Ich will doch schauen. Ich komme da jetzt ran, ne? Kann ich jetzt meine Axt in die Fresse drücken. Oder meine Meisterlanze. Meine Stahllanze? Meine Meisterlanze. Das wären definitiv 30 Schaden. Außer der Kritte, da wäre sie kaputt. Ah, stimmt, der hat ja keine Fernkraft. Also wie viel Schaden macht er eigentlich? So mit einer Stahllanze, sagen wir mal Stahllanze. 5. Und Dumpsi-Dumps. 5 und Dumpsi-Dumps. 6 Stärke und macht 0 Schaden. 5 Stärke und 0. Der macht 6. Da fehlt ihm die Power einfach, wie bei den beiden. Wie bei Zane und so. Ich muss es riskieren, aber ich muss ihm schnell eine Heilung erdrücken. Er hat gerade eine Menge Schaden gefressen. Er kriegt jetzt die Heilung. Setzt sein Item auch gleich mal ein. Verwendet dieses, damit er nicht drauf geht dabei. Und haut auch nochmal gleich ab. Und mein guter Boy hier stellt sich hier hin und nimmt die Meisterlanze und macht sie kaputt. Boah, bitte, 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 Grit! Er grittet dich, du Sau! Du hast dich gegrittet! Was tust du mir da an? Aber eigentlich könntest du ihn nächste Runde auch nicht kaputt machen. Dürft sie nicht schaffen. Kommt halt darauf an, was sie jetzt. Der Film gewinnt, ist stärker. Hat eine höhere Trefferchance. Und Gewicht, Gewicht, Grit. Warte mal, sie hat ja 19. Der Graf macht 21, heißt der macht 22, heißt easy geschenkte Scheiße hier, weißt du? Sollte ich überleben. Sollte. Was wirklich passiert, weiß ich nicht. Okay. Oh, sie heilt sich hier ja. Oh, fick mein Leben, Alter. Oh, wie holy shit, wie das aussieht. Oh, boom! Durch den Hals, die Sau! Bah! Das kann nicht sein. Ich bin verkabelt. Sagt Leute. Fick dich ins Knie. Und der Wecker schon wieder. Bester Wecker, Alter. Penetrantes Arschloch. Oswin! Oswin! Oswin is my man. Oh, Oswin. Oh my Oswin. Wenn er jetzt hier steht, kann er hier eigentlich sein Leben regenerieren. Boah, Alter. Könnt ihr mal aufhören, der Wecker? Dankeschön. Bitte, danke. Hat jemand von euch ein Elixier? Nino hat ein Elixier. Nino, wo bist du hier? Nino, tausch mal mit ihm Elixier. Und wir hatten noch irgendwas Cooles. Du hast auch noch ein Elixier. Gib mal her. Ich muss mal da hinten ein paar Leute verpflegen gehen. Danke, und er hat noch jemand hier eine Lanze for me? Yeah. Oh, welches Level hat sein Schwert eigentlich bekommen vorhin? Ach, fuck. Hör doch auf. C heißt, ich kann eventuell. Ah, oh. Habe ich gerade ernsthaft gedacht, ich kann das ausrüsten? B. Ah, Schnitter könnte ich jetzt ausrüsten. Oh, warte mal. Und eine Lichtlinge könnt ihr tragen. Wäre auch irgendwie los. Ach, scheiß drauf. Fuck off, wir nehmen jetzt Jafar nicht seine Waffe weg.
Jetzt gehen wir einfach mal quer dahinter und verpflegen unsere Boys. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Dann räumen wir da hier auf, räumen die ganzen Kisten leer und dann besetzen wir die Scheiße. Heißt, macht euch darauf bereit, gefasst, dass wir nächste Folge das hier beenden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Scheiß Mecker, Alter.